Habe die Ehre, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu einem neuen LS22 Single Let's Play hier auf der Ostseeküste. Wenn euch das Video gefällt, lasst mal ein Like und ein Abo da, schreibt mal euer Feedback in die Kommentare und schaut natürlich wie immer lieben gerne unten in der Videobeschreibung vorbei. So, dala. Wir haben mittlerweile den 2. Augusttag. Wir haben ja gestern angefangen zu dreschen. Also Ingame gestern, also. Haben bis spät in die Nacht gedroschen. Leider Gottes waren wir alleine. Unser Helfer war nicht da. Der kam erst heute wieder. Der ist jetzt schon am Gerstenfeld und am Haferfeld jetzt dann noch am Körpern. Denn da werden wir Raps drauf fahren. Da werden wir einen Raps reinfahren in die Flächen. Und ja, der richtet jetzt eben, wie gesagt, die Felder gleich her. Körpert die ein. Natürlich, wir arbeiten nur flach. Was wir aber nachgucken müssen. Das können wir eigentlich schnell machen. Bevor wir jetzt weiter täuschen. Wäre wichtig, wäre, wie sieht der pH-Wert aus? Entschuldigung, fahren. Es tut mir leid. Ja doch, der schaut nur gut aus, passt. Ah, da haben wir erst gekalkt, ne? Ja. Ja, und eben auf dem Boden hier, so wie er jetzt gemischt ist, werden wir direkt gleich ansehen. Da werden wir unseren Raps ansehen. Wie gesagt, wir haben am Vorabend aufgehört, also wir haben echt einiges geerntet. Es ist überall, sind wir mit dem Plus rausgegangen. Wie ihr sehen könnt, wir haben 87.000 Liter Gerste geerntet. Leider nur 25.000 Liter Hafer. Aber dafür wird der Weizen jetzt noch gut ausfallen. Und ich denke mal, die anderen Kulturen werden ebenfalls noch sehr, sehr gut ausfallen. Wie gesagt, wir sind überall positiv weggegangen. Ich meine, gut, hier kann ich jetzt nur die Gesamtwerte zeigen. Ja. Seht ihr schon, ist alles gut gegangen. Ja, das Feld hier ein bisschen knapp, aber ja, da auch. Und hier sowieso. Also, das schmeckt. Das schmeckt richtig, wenn wir die Waage einfahren und wirklich wissen, jawohl, wir sind im Plus. Also wir haben kein Minus gemacht, wir sind im Plus rausgegangen und verdienen Geld. Sowas, wenn du hast, da bist du immer glücklich. Und jetzt glaube ich, muss ich die GPS-Spur noch ein bisschen. Ja. So, weil es jetzt genau ein 12 Meter Steifen ist. Dann sind wir mit der Getreideernte vorerst fertig. Wir werden das Ganze, wie gesagt, ins Lager fahren. Und. Ja. Natürlich tanken, aufräumen, mal abdampfen ein bisschen und solche Sachen halt mal machen. Und dann warte ich eigentlich nur, dass ich zum Händler kann und die neue Technik, also die Einweisung der neuen Technik bekomme. Das allerdings dauert noch 2 Stunden. Na, da gibt es eine neue Technik und. Dann heißt's Raps in den Boden ballern. Na, wir werden auch demnächst die Feldspitze verkaufen, weil wir wollen ja fahrgassentechnisch größer werden, also sprich 36 Meter. Wir werden jetzt dann demnächst die Feldspitze verkaufen. Wir werden uns eine neue kaufen. Beziehungsweise, was heißt eine neue kaufen? Die ist ja schon bestellt. Und dann müssen wir mal schauen, wie das Ganze wird. So, lala. Vor allem, mir ist letztens aufgefallen, der Anhänger ist größer wie der Fortuna und an dem hängt aber der Sima dran. Da wurscht. Hauptsache, die Wahl kommt nach Hause. Das ist das Wichtigste, die Wahl immer rankommen. So, jetzt müssen wir schauen, ob ich mein Schneidwerksbacher hochstellt.
Ach scheiße, da müssen wir jetzt wieder umfahren. Da müssen wir jetzt über den Acker so umfahren, wenn ich über den anderen Acker aussehe und dann in den nächsten Acker gleich rein und dann haben wir einen Schneiwerksbaustein. Ist ein wenig Black Leister, das stimmt schon, aber. Ja. Alles andere war bekanntlich zu einfach. Ne, ihr seht auch unten links die Ertragskartierung. Also ich bin mega happy mit dieser Kartierung und ja, habe mir auch schon so ein bisschen überlegt, wo die nächsten Jahre anbauen werden. Oder im nächsten Jahr. Na, habe ich mir schon ein bisschen einen Anbauplan gemacht. Also zumindest mal so eine grobe Überlegung. Ja, ist eigentlich relativ einfach gehalten. Wie gesagt, Gerste Haferfeld wird jetzt dann Raps. Moment, schauen wir kurz über die Karte. So, also wie gesagt, die beiden Felder werden jetzt Raps. Hier weiß ich noch nicht, weil es sind jetzt auch nicht so viele Hektar, es sind ja auch nur ja, knapp 4 Hektar. Eventuell Hafer. Dass wir hier einen Hafer drauf fahren. Und je nachdem, wann wir dann ernten können, müssen wir doch gucken wegen dem Ansehen. Aber so wie es aussieht. Was? Im Juni schon? Junge, ich tasche doch keine Gerste im Juni. Hä? Hier. In dem Bereich normalerweise fängst du an. Mit der Gerste, also Ende, Anfang. Naja, wir sehen sie trotzdem im September ganz normal. Können sie ja dann trotzdem erst hier ernten. Da gucken wir uns immer fast gleich mit dem Raps. Mit dem Weizen. Ja, müssen wir mal gucken, wie wir halt durchkommen. Ich meine, wenn wir den Weizen im Oktober ansehen, ist es auch egal. Von dem her. Und für den Hafer ist es ja eh wurscht, was vorher drauf war. Aber die Gerste wird definitiv auf einem Sojafeld landen. Puh, das wird ein guter Ertrag werden. Naja, Sojabohnen, Stickstoff bündeln. Ist schon was anderes. So. Naja, aber da müssen wir jetzt mal schauen, wie wir das hinbekommen. Und dann sehen wir es ja. So, rundum von uns an. Und ab zum Hof. Na, ich möchte auf jeden Fall jedes Jahr Weizen, Gerste, Hafer anbauen, damit es immer Bestandteil in der Fruchtfolge hat. Weil wenn wir jetzt dann irgendwann mal die Kohle haben für die Tiere, dass wir uns einen Kuhstall bauen können, dass wir umbauen können, etc. pp. Dann ist es natürlich vom Vorteil, wenn man gleich alles da hat. Beziehungsweise ich werde es so machen, ich werde erst die, ne, das ist auch Blödsinn. Ne, wir werden erst die Silos bauen, wir werden dann ein bisschen was einsilieren, sprich Gas, Mais etc. Und dann im Herbst erst, oder dann über den Sommer den Kuhstall fertig bauen. Und verdienen halt, ne, und dann loslegen, weil dann können wir gleich, wenn der Stall da steht, gleich Tiere reintun und können gleich starten. So ist auf jeden Fall mein Plan. Ich meine, man kennt's, es kommt immer A anders und B als man denkt. Von dem her, ja.
Nee, aber also ich muss sagen, die Getreideernte ist jetzt sehr, sehr erfolgreich gewesen in meinen Augen. Klar, es geht immer besser, aber ich sage immer, ich beschwere mich nicht über das. Ich beschwere mich nicht, wenn es gut ist. Klar, man sagt, es geht immer besser. Aber man sollte sich halt auch über das freuen, was man zum Beispiel erreicht hat. Alles klar. Ja, man sollte sich auch über das freuen, was man schon erreicht hat, beziehungsweise was da ist. Na, wenn es gut läuft, warum soll ich mich beschweren, warum das es nicht richtig gut läuft? Na, wenn es gut läuft, dann hat man schon mal nicht so viel falsch gemacht. Natürlich gibt es immer ein paar Momente, wo man dann sagt, okay, das hätte ich vielleicht anders machen müssen, das hätte ich vielleicht anders machen müssen. Ja, das kann man als Selbstreflektierung benutzen. Egal, ob das jetzt Ingame ist, wenn man sagt, ah, scheiße, kacke, keine Ahnung. Oder im Real Life oder sowas. Scheißegal, Leute. Das ist wurscht. Deswegen, warum fahre ich eigentlich mit dem Kernerkupper, wenn ich eine 8 Meter Scheibenegge da habe? Boah! Ey! Nee! Einfach nö! So, ich hoffe jetzt bloß, dass das Wacherl gescheit rumläuft, ohne. Ne, tut's natürlich wieder nicht. Weil da hinten einfach eine Achse fehlt, die womit lenkt. Ne, die hintere Achse müsste bei so einer Größe von Arbeitsbreite müsste die hintere Achse in meinen Augen mitlenken. Und normalerweise haben sie das ja auch, aber ja, das hat halt leider der LS nicht mit eingebaut. Giants! Nächster Patch. Schnellwegswagen Lenkachse. Repi beim Update. Schnellwegswagen Lenkachse. Ich sag's euch, die Lenkachse, wenn das nächste Mal nicht da ist. Weil das halt echt scheiße ist, weil dadurch bist du halt komplett eingeschränkt in deiner Bewegung. Halt, lassen wir gleich offen. Machen wir Tür gleich wieder auf. Die Funzel aus. So. Das waren jetzt 20,7 Hektar. Ja, doch, kommt. So, wie gesagt, wir haben noch Zeit, also es passiert gar nichts. Wir können jetzt den in die Halle reinstellen. Lass mal gleich mal laufen. Wir können jetzt den in die Halle reinfahren und dann können wir eigentlich fast mal schauen, ob wir die Spitze nicht jetzt schon hergeben. Ja, weil normalerweise brauchen tun wir sie ja jetzt nicht mehr. Im Normalfall. Scheiße, falsche Tor geöffnet. Egal. So, lassen wir mal noch kurz ein bisschen nachlaufen. So. Ja, die müsste auch leer sein. Ja, die ist leer. Die könnte man tendenziell gleich zum Händler hochfahren. Ja, wobei, die fahren wir erst hoch, wenn die neue Technik da ist. Aber, naja. Gut, dann holen wir mal unseren Anhänger nach Hause. Oha, nochmal 16.000 Liter, hey. Wow. Respekt, das ist definitiv, es ist gut, dass es mehr ist wie bei der Gerste, ist ja klar, aber wir mehr Weizen einfüllen in die Schrotmühle wie alles andere. Naja, aber das werden wir eh erst wieder im Herbst machen, denke ich mal. Und dann schauen wir mal.
Aber ich frage mich gerade echt immer noch, warum nehme ich den Kerner, wenn ich eine 8 Meter Scheibenegge habe? Ich verstehe es einfach nicht. Ja gut, wir haben Zeit, okay, ja, aber... Alter, trotzdem. Naja. So, dann fahren wir mal noch zum Hof. Laden den Rest der Gerste ab. Und dann... geht's an die Rapsaussaat. Und dann natürlich anwalzen, ist ja klar. Den walzen wir auf jeden Fall an. Und dann schauen wir mal. Na? Dann gucken wir mal. Naja. Aber meine Lieben, ich bedanke mich erstmal bei euch herzlich fürs Zuschauen. Hoffe natürlich, wie immer, euch hat das Video gefallen. Like, Abo nicht vergessen, wenn es euch gefallen hat. Und natürlich Feedback in die Kommentare, Videobeschreibung auschecken. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Sehen, hören, wie auch immer. Uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch was. Haut rein, wir hören uns. Bis dann.